Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute, wie letztes Mal, glaube ich, angekündigt, weiß ich schon gar nicht mehr, spiele ich mal Serket für euch. Doch dadurch habe ich hier gleich zwei Premieren. Nämlich einerseits spiele ich das erste Mal Serket und andererseits spiele ich das erste Mal einen AD Assassin, ist sie, glaube ich, Tanky. Habe ich letztens lustigerweise an einem Fenrir gesehen, fand das mega, mega cool. Der hat uns sowas von fertig gemacht. Und jetzt gerade haben wir einen diamantenen Fenrir im Team, wie ihr sehen könnt. Mal schauen, ob er es nicht ähnlich machen wird. So, ich habe halt diesmal keine Ahnung, was sie für Skills hat. Oh Mann. Was ist das? Oh, vergiftet scheinbar. Okay. So. Erstmal schön Danke sagen. Und das, wow, was zur Hölle? Aber ich kenne den Angriff. Ich habe ja schon oft genug gegen Serket gespielt. Da geht sie so in Dash-Form los. Oh shit, das wusste ich nicht. Okay, da macht sie sich unsichtbar. Boah, geilste Ulti ever. Was zur Hölle mache ich denn jetzt erstmal? Meine Ultimate ist auch ready. Ich habe halt keine Ahnung, welchen Radius die hat. Was auch ganz cool zu erwähnen ist, wir haben gerade mega viele Level 10 Leute hier am Start. Also der, boah, Shabalanke, der hier gerade niedergemacht wurde, der Ares, der ihn niedergemacht hat, unsere Nuva, die gegnerische Nuva, alles mega krasse, sehr, sehr erfahrene Leute. Was halt cool ist, ist es gut aufgeteilt. Boah, was zur Hölle? Okay, ich weiß nicht so recht, was da gerade abgegangen ist. Ich benutze die Minions so ein bisschen als Wall. Ich habe leider keinen mitgenommen. Das ist sehr schade. Aber schaut mal, wie lange ich überleben konnte. Und ich bin der Meinung, es liegt auch daran, dass ich Tanky baue. Schon ganz am Anfang oder gerade ganz am Anfang. Was baut eigentlich unser Fenrir so? Ah, bisher nur Schuhe. Boah, Nuva ist. Nuva, sag ich schon. Serket ist echt so ein Char. Boah, ich weiß nicht. Ich weiß voll nicht. Boah, Fenrir, Digga, was ist los mit dir? Okay. Das war eigentlich so klar. Zack. Müsste sein Tod sein. Ich sagte, er müsste sein Tod sein. Was? Och nö, nun war deine Ult gerade nicht ready. Oh Mann. Okay, andersrum, den Kill hätte ich bestimmt gemacht, wenn ich auf ein Attack-Item gegangen wäre. Alter Finne, hat der einen Lack gehabt. Mit so einem scheiß halben Lebenspunkt circa hat er überlebt. Und meine Maus klemmt. Ah, und nun. Was halt hier geil ist, ist dieser Skill. Er macht sie nämlich unsichtbar. Boah. Und man kann dadurch Überraschungsattacken starten. Zack, so wie die hier. Boah. Vielleicht sollte ich mal die Ulti austesten. Boah. Und da sind wir trotzdem drauf gegangen. Giftschaden? Hallo? Bitte? Alter Finne, ey. Die Runde gefällt mir jetzt schon nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Ich finde Serket sowas von scheiße. Oh, vor allem guck dir mal den Cooldown an. 16 Sekunden. Junge. Und dabei habe ich den Angriff gar nicht eingesetzt im Grunde genommen. Ja, das ist super, dass deine Ultimate down ist. Wow, oh, und Fenrir ist einfach so ein Agro-Klaus. Diesmal hat er ihn wenigstens gekillt, den. Gekriegt den Kill, so rum. Oh. Mega, mega assi hier gerade. Ich überlege auch. Macht es denn Sinn, hier zu initiaten? Eigentlich weniger, ne? Und dann noch so ein Nahkämpfer, ey, der ganz am Anfang halt einfach gar nichts ausrichten kann. Shabalanke chillt da so ein bisschen sein Leben. Fenrir geht immer Balls Deep rein.
Das ist ihm ziemlich scheißegal. Ich glaube, wir haben einen Kill bekommen. Nope. Natürlich nicht. Einfach mal ein bisschen hinspringen. Und wir machen halt null Damage. Wir machen halt einfach 0,000 Damage. Oh. Alter Vattern. Okay. Wir belassen es erstmal bei einem Tanky-Item und das nächste Mal mache ich es ein bisschen anders. Das nächste Mal baue ich erst Angriffs-Items und dann baue ich Tanky. Denn aktuell sind wir zu nichts zu gebrauchen, finde ich. Die haben sich ja lieb, merke ich gerade. So. Ob ich da nun attackiert habe oder nicht, war glaube ich fast egal. Ich wollte dir nur helfen, wirklich. Oh, aber die Ulti vorhin war so enttäuschend. Ach ja. Shabalan Kay ist gefühlt immer der Einzige, bei dem die Ulti stets down ist. Aber hey, wir haben alle Assists. Das ist doch schon mal was. Da kommt der Ares. Und... Oh, was? Wow. Ernsthaft, Bakasura? Wirklich? Was ist denn bei dir verkehrt gelaufen, Digga? Attack Speed, okay. Junge, wie er uns da weggeschnetzelt hat. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder so eine miserable Runde. Ey, ich hoffe, das reißen wir im Late Game wieder raus. Ja, leck mich, Nox. Die mit ihrem Radius von 500.000 Kilometern. Super unangenehmer Char. Oh, Mann! So, da kommt Fenrir zur Hilfe. Nicht euer Ernst. Ich mag Serket voll nicht. Ich finde sie so useless. Okay, zu ihrer Verteidigung. Ich habe halt einfach noch kein Damage-Item. Und das war ein grober Fehler. Die Strategie mit Tanky Build, da halte ich immer noch dran fest. Aber es war halt einfach der falsche Zeitpunkt. Denn gleich am Anfang damit zu beginnen, ist doof. Das habe ich nun gecheckt. Mega doof. Ah. Aber trotzdem, ich finde auch ihr Attack-Set nicht so sympathisch. Kann ich gar nicht sagen, warum. Ist eigentlich fast alles da. Aber irgendwie... Nö. Nicht meins halt. Oh ja. Alles auf CD. Und ich habe eigentlich gar kein Damage gemacht. Super witzig. Okay. The quest for usefulness geht weiter. Noch habe ich es nicht hingekriegt, auch wenn wir immer noch alle Assists haben. Ah, oh Mann, wenn die Raserei fertig ist. Gleich auf Arklis und ich hoffe, dass wir dann so ein bisschen Einfluss in die Geschehnisse hier haben. Aber das heißt jetzt erst einmal ein bisschen defensiv spielen, ein bisschen Gold farmen. Oh. Oh ja, Ares, beste Ulti ever. Verschissel die. Aber sie haben den Kill auf Shabalan Kay bekommen. So, ich trau mich mal rein. Voll auf den Tank, ey, super gut.
So, endlich. Den Kill haben wir sogar fast noch gesteelt bekommen. Weil Nuvada unterwegs war. Aber zum Glück nur fast. Boah, ey. Endlich ein Kill. Das hätte ich auch nur eine Ulti gebraucht. Junge. Das wiederum finde ich ganz sweet. Man kommt halt schneller in die Base zurück. Fenrir tickert doch da irgendwas. Ach nö, da steht einfach nur doof AFK rum. Das ist natürlich auch geil. Oh ja, die Ulti war mega schön. Leider... Ah, geiler Shit. Wollte gerade sagen, leider ist Bakasura viel zu nah an seiner Base. Aber shittet. Ich finde, sie macht mit ihrem 1er-Skill nicht halb so viel Distanz wett, wie sie sollte. Finde ich sehr schade. Aber was sehr cool ist, wir sind wieder im Game und wir führen sogar. Wenn ich so ein bisschen nach rechts schiele auf die Minion-Anzeige, liegen wir doch vorne. Boah. Ja, ja. Dafür halte ich jetzt halt auch so ein bisschen was aus im Midgame mittlerweile. Blöderweise haben die halt doch den einen oder anderen Magier. Neben Bakasura und Apollo, die uns jetzt nicht so viel Damage machen sollten, haben sie auch die Nox und ihre Nuvar. Und deswegen ganz viel Respekt und Distanz. Erstmal. Bis hier der Initiate von Ares kommt, der hoffentlich nicht sitzt. Und dann können wir attackieren. Spread out. Mit das erste Mal, dass ich das hier in der Arena höre. Na, da ist sie. Sehr schön. Okay, und jetzt geht's los. Oh, was? Wer hat mich denn da so krass gestunt? Oh, lass das nicht nur wahr gewesen sein mit einem Standardangriff. Alter Finne, ey. Das läuft. Oh, mit Zerket werde ich auch nicht warm. Ist gerade ganz, ganz blöd. Denn als ersten Char habe ich ja Nuvar, den ich jetzt ganz gerne fertig machen wollte. Mag ich nicht. Zerket mag ich nicht. Also blöd. Boah. Da wurde er aber krass geraped, der Junge. So, spread out. Leichter gesagt als getan. Ha. Buffs sind alle weg, bis auf Mana. Mana ist aber nicht so meiner. Diesmal warte ich erstmal ein bisschen ab. Und zack. Dann holen wir uns ihn noch. Also hoffe ich zumindest. Und vielleicht... Na gut, was soll's. Der Triple wäre sowieso nicht verdient gewesen, in Anführungsstrichen. Ah, shit. Aber so langsam weiß ich es, den Dreier-Skill einigermaßen einzusetzen. Ich war halt die ersten Male einfach viel zu früh reingesprungen. So. Jetzt haben wir ein bisschen was an Kohle. Reicht für die Arklist. Und jetzt müssten wir damit stehlen. Als nächstes gehe ich dann wohl auf Asi, damit wir auch ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit und natürlich auch Lebenssog erhalten. Aha. Rechts ist einer, links sind zwei, in der Mitte ist ein bisschen was. Ares hat uns bisher noch nicht ein einziges Mal erwischt mit seiner Ulti. Ah, die Frage, wo drauf? Es ist halt wunderschön, dass sie so gesplittet sind, die ganzen Gegner. Wow. Ciao. Und jetzt machen wir tatsächlich Damage. Alter Vater. Ich wollte gerade sagen, da kommst du nicht raus.
Und wir stehen sogar mit einer positiven KDA da. Das hätte ich am Anfang des Matches im Leben nicht vermutet. Gehofft, aber nicht vermutet. Boah, Alter, Shabalanke. Bagger. Boah, shit. Raus da, raus da, raus da. Na egal, wir haben einen Kill bekommen. Ich habe leider meine Perle zu spät gezündet. Sonst wären wir da, bin ich der Meinung, auch noch so rausgekommen. So, jetzt gehen wir eben nochmal auf Lifesteal. Mittels Asi, wie schon erwähnt. Und dann werde ich mir, glaube ich, just for the lulz nochmal irgendein Tanky-Item holen. Was uns halt schön Endurance gibt. Am besten irgendwas, was schön viel HP auch gibt. Und vielleicht sogar so ein bisschen Resistenz gegen Magie. So ein Geierstein, damit liebäuge ich ja ein bisschen. Aber vielleicht findet sich dann spontan noch irgendwas Cooleres. Werden wir dann gleich sehen. So, links geht Bakka in den Jungle. Unser Fenrir folgt ihm. Yup, it's a trap. So much trap. Oh, schön rausgesprungen. Boah. Was war das denn? Zack. Nicht unser Kill, glaube ich. Oh, Nox. Oh, Luvar. Alter. Super Fenrir. Echt geil, Maka. Da will ich dir den Arsch retten und dann passiert sowas. Ey, nie wieder, Fenrir. Nie wieder. Penner. Aber man konnte sehen, das Damage, der Damage, den ich da drücken konnte, war noch ziemlich nice. Alter. Selbstmord-Kukulkan? Okay. Wow, wirklich? Das überlebt er noch? Wie Hammer ist das denn bitte? Ah, zu viele Gegner. Zu wenige Verbündete. Oh, da ist Bakka. Und geultet. Und die Ulti gewastet. Hä? Wo ist sie denn? Zur Hölle? Da. Boah, das gibt's doch gar nicht. Wie sie uns alle Kills klaut. Hammer. Boah. Fies, wirklich fies. Also ich meine, die weiß, wie man spielt. Sie hat ihre Nuvaya ja schon auf Legendary. Trotzdem kein Grund, mir alle Kills zu klauen. Ares, mein lieber, lieber Freund. Denk nicht, dass du uns da so leicht kriegen wirst. Ich hätte ja gerne wieder eine schöne Shabalanke-Ulti. Und dann auf irgendeinen draufspringen. Das finde ich jetzt geil. So ungefähr. Boah, raus da. Was ist denn mit mir los, verdammte Scheiße? Boah, und ich glaube, wir sind tot. Ach, das war unsere Nuva. Hammergeil. Wow. Und wir stehen positiv da. Leute, ich habe es euch gesagt. Ich habe es euch gesagt. Und jetzt gehe ich trotzdem nochmal auf. Scheißegal, was denn die Runde ist, eh gleich rum. Leider konnten wir nicht mehr Full Build werden. Das ist so ein bisschen ungeil. Aber nun gut. Zack. Was, wieder nicht Last Kill? Oh Mann. Was alles geklaut wurde. Hammermäßig. Egal. Ich finde eine sehr, sehr schöne Runde. Auch endlich mal wieder ein Sieg. Ich freue mich total. Ich hoffe ihr auch. Und ich hoffe, ihr hinterlasst mir ein Like dafür. Abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt einen kleinen Kommentar. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.